Ja. Geil. Da kriegen wir alles möglich raus. Und auch Benzin. So kriegen wir unser Zeug für die Werkbank. Auf jeden Fall. Ob ich da rein möchte... Damit können wir auf jeden Fall schon mal Viecher ausschalten. Da kann ich nicht reinschauen. Ach, das ist alles leer. War ich hier schon? Ich könnte mich aber nicht daran erinnern. Bestimmt in diesem Schrank. Ist alles leer. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier gewesen zu sein, ehrlich gesagt. Aber ich muss ja, sonst wäre das nicht alles leer. Das ergibt keinen Sinn. Also gut, dann... Wobei, diese Fitnessgeräte, die erinnern mich. Ich glaube, ich war hier wirklich schon. Ich würde einfach mal noch ein paar Autos auseinanderlegen. Weil in die Buben kommen wir so ohne weiteres jetzt erstmal sowieso nicht rein. Das würde viel Aufmerksamkeit erregen. Und das sollten wir momentan wirklich noch nicht tun. Also Aufmerksamkeit erregen. Ich meine, hier in sowas, da komme ich ja mal rein. Auch da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. Oh. Oh, oh, oh. Hier holen wir uns noch ein paar Metallschrottteile. Schmelze sie dann auch alles ein. Da liegt der erste. Oh, hier ist der nächste. Scheint wirklich tot zu sein. Wird er schon wieder randaliert? Hier verstecken sich manchmal Sachen. Medikamente wären halt echt eine schöne Sache. Ja, okay. Ein lilanes Halstuch, warum nicht? Nehme ich einfach mal so mit. Aha. Ein Dryer ist nix und die Waschmaschine ist im Eimer. Oh, Küche. Küche ist immer praktisch. Da findet man eigentlich immer irgendwas. Gut, Kochtöpfe haben wir, glaube ich, eigentlich genug inzwischen. Aber es gibt halt auch immer so ein kleines bisschen Nahrung. Und Nahrung ist bekanntermaßen... Wow, 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 wow. Wow.
Okay, dafür habe ich aber was hier. Glücklicherweise. Und viel können wir eh nicht mehr. Wir sind nämlich schon etwas voll. Etwas sehr voll. Oh, ein roter Tee. Toll. Genau den habe ich gesucht. So, hier ist sonst weiter nichts. Oh, will ich überhaupt noch nach oben? Ich bin doch sowieso schon etwas sehr überladen. Wow, du hast mich aber erschreckt. Und Stamina ist gerade sowieso nicht mehr mein Freund. Wow, 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 wow. Ich muss hier raus. So schnell ich kann. Und mit Rennen ist ja sowieso nicht. Okay, von hier bin ich nicht verflucht, oder? Nein. Ich bin von da gekommen. Ich habe das Gewehr nur aus Sicherheitsgründen draußen. Man weiß ja nie. Ich will grundsätzlich bloß nach Hause. Voll beladen, wie ich bin. Aber wenn wir das ganze Eisen einschmelzen, können wir, glaube ich, jetzt schon fast, mindestens schon fast, unsere Werkbank bauen. Vielleicht reicht es sogar. Kann ich hier das Schild abbauen? Ja, mach ruhig noch lauter, ne? Kriegt keiner mit. Ja, dafür kriege ich 10 Metallschrott. Warum auch nicht? Ne, man kann sich ja auch nicht über alles beschweren, immer. Gut, ich werde zumindest nicht verfolgt und sehe auch auf dem Weg kein Zombie. Das freut mich wirklich sehr. Gott, bin ich überladen. Der ist echt langsam. Das ist, wenn ich renne. Ich glaube, der läuft normalerweise ohne Rennen schneller. Und das glaube ich wirklich. Das ist schon echt langsam. Aber kannst du nichts machen. Und das ist eben so. Ich würde ja wirklich gern zu irgendeinem Trader quatschen. Also zu dem hingehen. Aber ich weiß ja nicht, wo der ist. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt auch nicht genau, wo ich bin. Wobei mir das auch nicht so wichtig ist. Ich bin halt hier. Muss schneller schleichen. Oh, da ist auch schon wieder Eisen. Das geht noch. Das geht ganz sicher noch. Mehr Eisen geht immer. Und wir wissen jetzt wirklich, Autos auseinanderliegen. Das bringt's. Das bringt alles, was wir brauchen. Und noch viel mehr. Vielleicht. So, Eisen schmeiße ich gleich in den Ofen. Und lass mir da gleich geschmiedetes Eisen raus. 42, das ist wirklich nicht schlecht. Ich lege nochmal ein bisschen Holz auf. Wird, denke ich, reichen. Und hier räume ich mal auf. So, Nitratpulver gehört hier rein. Der Verband gehört hier rein. Ich habe jetzt 3 solche Schienen. Geil. Nochmal Vitamine. Schon meine Mama hat gesagt, nimm deine Vitamine.
So, das hier ist dann eher Futter. Noch 3 Töpfe. Kann man auch nie nicht genug haben. So, trübes Wasser kippe ich mal so lange hier mit rein. Die müsste ich demnächst mal auffüllen, aber auch nicht unbedingt gleich jetzt. Noch haben wir genug. Achso, das habe ich glaube ich auch hier. Diese komischen Reinigungsmittel oder was das sein soll. Sonst Essen ist hier nix. Nö. Dafür kommt hier die Feder, der Motor, Benzinkanister, mechanische Teile haben wir jetzt ein sogar übrig, das ist schön. Elektrische Teile, Öl, eine Lampe, Klebeband, Kühler, Eisenrohr, noch ein Schraubenschlüssel, noch mehr Nägel. Also so grundsätzlich, das hat sich schon wirklich gelohnt. Na, da kannst du echt hier dich nicht beschweren. Das ist so Krimskrams, ne? Hier. Bonbondose kann ja auch rein. Das gehört hier nicht rein. Das war ein Fehler. Das gehört nämlich auch hier mit her. 190 Schuss für die 9mm hätten wir schon, wenn wir denn eine hätten. Wenn das Wörtchen, wenn ich wäre, dann wäre das echt toll. So, Pfeile mache ich auch gleich. Schadet auch nicht. Habe ich eigentlich noch einen Bogen? Ich glaube nicht. Warum habe ich keinen Bogen mehr? Den möchte ich wieder haben. Wobei, das möchte ich erst machen, wenn ich Level habe. Oder gibt es noch mehr Bögen? Kann ich noch einen geilen Bogen machen? Müsste ich erst lernen. Armbrust wäre halt natürlich auch cool, ne? Aber die steht hier nicht mit drin. Ja, Molotow-Cocktail ist sicherlich geil. Aber... sicherlich halt auch teuer. Ja, also mit dem nächsten Level schauen wir, dass wir hier den Holzbogen lernen. Nice Scheiße, du. Und nochmal 18 dazu. Ja, geil. Was brauche ich denn für den Clownhammer alles? Eisen habe ich, Holz habe ich, Leder habe ich, bestimmt auch ein Klebeband habe ich. Klebeband. Ach doch, hier, Leder. Und dann auf zum Clownhammer. Und dann ist nur noch die Frage, was wir brauchen für die Werkbank. Auf jeden Fall Eisen. Davon haben wir jetzt aber auch ein bisschen was. Oh, das finde ich super. Lehm ist da auch bis ans Ende der Welt mehr als genug drin. Also auf jeden Fall für die erste Zeit. Und es wird bald dunkel, also mache ich... Achso, hier ist zu. Dann schauen wir mal nach der Werkbank. Okay, Schraubenschlüssel haben wir. Der Clownhammer ist gleich fertig. Dann brauchen wir nur die 20 Mechanical Parts. Geil! Wir kriegen unsere Werkbank. Ich schwöre es mal ein bisschen ein. Halbe Stunde. Oder... ach. 25 Minuten, komm. Bin noch nicht geizig. Wie lange braucht das Hämmerchen noch? Oh, das dauert noch. Ja, in der Zeit kann ich hier weiter ausmisten. Das gehört hier rein, das gehört hier rein, das gehört hier rein. Und die Reste gleich auch. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so.
die brauche ich, glaube ich, erst, wenn ich mir was gebrochen habe. Ich könnte Schmerzmittel nehmen oder hier so ein Erste-Hilfe-Verband. Gibt halt 30 Health und füllt das hier wieder um 25 auf. Okay. Aber ist halt teuer, ne? So, jetzt können wir die Werkbank machen. Geil. Boah, das dauert echt ewig. Wie, das lohnt sich nicht. So, dann können wir hier wieder aufräumen. Mit meinem Leder. Das Halstuch. Oder komm, das kann ich mir auch anziehen. Schaut geil aus. Ich schaue total behindert aus, ich weiß, aber... Ja. Das ist halt jetzt so. So, bloß, ich bin ich hoffentlich gleich nicht mehr. Ach, hier kann ich das auch sehen. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Oh, das hier wird natürlich dauern. Ich verstehe, ich verstehe. Ich lebe jetzt inzwischen seit 43 Minuten wieder. Längste Leben war 2,5 Stunden. Schon einiges gefertigt. Ist eigentlich echt mal interessant. Gut, 16 Kills, ne? Also 16 Tode, aber gegen 136 Kills. Also hier richtig Babo. Aha. Ja, das... nee. Wir müssen natürlich auch was machen, dass wir grundsätzlich pro Sekunde wieder regenerieren. Also wir werden noch wirklich viele, viele Level brauchen. So. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Hier ist sonst nichts mehr. Also wir werden demnächst mal richtig viele Autos zerlegen und dann richtig viel Eisenbarren herstellen, weil die werden wir für die Werkzeuge brauchen. Höchstwahrscheinlich. Wie lange braucht jetzt die blöde Werkbank noch? Gut, 1,5 Minuten. Hier geht momentan nichts ab. Ach Mist, ich hätte die blöde Wrench vielleicht nehmen sollen, um das zu craften. Weil jetzt habe ich die blöde nur noch übrig. Ich kann, komm, ich zerleg den hier und mach mir dann daraus dann praktisch eine neue. Das wird jetzt dauern, bis er das überhaupt macht. Was kostet die denn noch mal? Also Schraubenschlüssel, 6 Mechanical Parts. Gut, da müssen wir erst wieder sammeln. Ach, das ist ein geschmiedetes Eisen und Klebeband. Klebeband ist nicht das Problem. Das hier kriegen wir auch relativ schnell. Das hier ist teuer. Und ich krieg jetzt da draus 90. Verstehe ich richtig, oder? Ich krieg 90 Metallschrott, also hier Eisen draus. Gut, das kann ich wieder einschmelzen. Dort gibt ja auch wieder ein bisschen. Aber zumindest kann ich dann wieder Autos auseinandernehmen. Und bekomme dafür schneller Eisen. Und Mechanical Parts. Warte, das... Ach Mist, ich hätte erst Autos. Kann ich das noch quitten? Ja. Weil... Dann kann ich erst noch ein paar Autos auseinandernehmen. Dafür. So hier? Oder so hier? Ne, dann komme ich da nicht mehr durch. Gut, hier. So, den kann ich hier einfach schneller machen. Was kommt an Munition und Waffen dazu? Oh, ja. Ja, aber oh. Die Armbrust würde ich so unendlich geil machen, die ist bestimmt geil. Dazu dann das hier.
wird schon. Das wird schon ziemlich geil, du. Werkzeuge. Oh, Eisenspitzhacke. Boah, 40 geschmiedetes Eisen, aber sie ist ja auch schon auf Level 3, ne? Der Rest geht. Ja, das ist machbar. Wir müssen einfach nur ein paar Autos auseinandernehmen. Dann kriegen wir das hin. Ich könnte Bonbon-Dosen machen. Steinschaufel geht hier wohl einfach schneller. Cool. Das bringt mir höchstwahrscheinlich nicht besonders viel. Hier kann ich anscheinend einen besseren Kochtopf machen. Ach nee, es ist eine Mine. Okay. Der Blasebalg würde halt die Schmiede effizienter machen. Muss ich aber auch erstmal leveln für. Ach, das ist sogar aus Deutsch. Cool. Bestehen aus Holz, Leder und Röhren und sind notwendig, um eine Schmiede zu bauen. Ah, nee, ich habe ja bloß den Schmelzofen. Was bringt das hier? Dann kriege ich mehr elektronische Teile. Gut. Brauche ich jetzt momentan aber noch nicht. Erdbohrer, Kettensäge. Wann? Wo steht hier was von... Ach, hier. Also bei 4 kann ich dann Chainsaw machen. Dafür muss ich aber Intellekt auf Level 8 sein. Das dauert noch. Also ne, hier wollte ich weiterschauen. So, hier war ich schon, hier war ich schon. Hier hatte ich gerade angefangen. Oh, Shotgun-Auto. Geil. Stahl habe ich jetzt sowieso noch nicht. Aber das wäre es dann auch schon. Also es kommen auf alle Fälle ziemlich coole Sachen. Allradgeländewagen. 4 Räder. Ein Allrad-Truck. Chassis, Accessoires, ein Motor und eine Bleibatterie für Autos. Cool. Aber ich könnte wenigstens schon mal das Fahrrad machen, wenn ich die Teile dafür finde. Die ich aber sicherlich auch irgendwie selber anfertigen kann. Wenn ich das Zeug dafür lerne. Cool.